So, wunderbar. Eigentlich muss ich mal eben kurz die Rüstung hier auschecken vom Silver Knight, ob die irgendwie großartig was Gutes bringt. Ja, ich glaube, wenn man die upgradet, könnte die, glaube ich, ganz cool sein. Ist sie denn? Ah, das Ding ist schwerer als meine jetzige Rüstung. Und das hier wird wahrscheinlich auch schwerer sein. Silver Knight Gauntlets da. Scheint aber gut zu sein, oder? 18, 15, 19, 18. Achtundzwanzig, 15, 16, 19. 28, 21, 18, 7. Dann baller ich die, glaube ich, tatsächlich an. Schau mal eben, ob ich noch Titanitscherben habe, falls man dafür Titanitscherben braucht. Wahrscheinlich nicht. Um die mal eben kurz. Ich habe keine Titanitscherben mehr. Aber mal kurz gucken. Ist das hier irgendwo drin, das Ding? Twinkling Titan Knight, okay, never mind dann. Und hier rechts sind jetzt wieder die beiden Lanzenbuben. Er hat echt eine hohe Aggro-Range, kann das sein? Okay, wenn man vorsichtig abwartet darauf, dass der seinen Schlag ausführt. Oh. Puh, yo. Alter. Okay. Die Lanzentypen sind andere Ficker. Also die sind nochmal um einiges gestörter, wenn ich das mal so sagen darf. So. Stamina regen lassen. Warte, will der nur was von mir, wenn ich zu nah an ihm rangehe, oder was? Uiuiui. Mal kurz gucken, ob ich an dem vorbeigehen kann, wenn ich, weil ich dem nicht zu nahe trete. Würde mich wohl interessieren. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas in der Ecke, was ich übersehen habe? Scheint nicht der Fall zu sein. Kommen Sie her. Ich werde Sie töten. Bam. Bam. Ist das ja wirklich komplett egal, wenn man hier langläuft.
So, jetzt ist halt wirklich nur die Frage, wie kloppe ich das andere Ding in dem kleinen Raum hier? Beziehungsweise muss ich den hier überhaupt kloppen? Was wird es hier denn noch geben? Irgendwas wird er doch hier drin bewachen, oder nicht? Boah! Tut der weh, Junge! Ich würde halt echt gern wissen, was er da versteckt oder was. Ob der irgendwas droppt oder so. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er da einfach nur so random platziert ist. Flonk. Flonk. Ah, dass er das Schild wieder hochnimmt, der blöde Ficker. Jetzt aber. So, tschüss. Bam. Einmal heilen. Und wieder hoch. Der ist halt wirklich frech, der Typ, ne? Der ist halt wirklich frech. Aber ich kann mir halt nur vorstellen, dass er da sitzt, weil er entweder den Weg zu einem Shortcut oder sowas versperrt. Oder weil er was Nices droppt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie da einfach random so einen Big Boy in so einem kleinen Raum verstecken. Von daher bin ich da gespannt. Oder ist es ein Bait? Oder es ist ein knallharter Bait und da ist absolut nichts hinter. Das verstehe ich nicht. Warum hat der den denn jetzt nicht getroffen? Warum wieder welche mit Speeren, hä? Ich mochte die schon in Undead Burg nicht, die Typen, die da mit ihren fucking Speeren rumliefen. Warum wieder Leute mit Speeren und Schildern? Hallo, Kamera bitte. Lock-on sollst du machen, nicht hier irgendwie. Bam. Bam. Dosenbier saufen. Weiter geht's. Ich will es zeigen. Ja, sehr schön. Tschüss. Eben kurz auf die Knie schicken, den Kollegen. Bin halt aber auch eigentlich gespannt, was es, man hier jetzt hochgeht, ergibt. Es hört sich halt immer noch nach einem feuerspeienden Drachen. Das verunsichert mich halt immer noch so ein Stück. Oh Gott, da steht wieder einer mit dem Bogen. Wer ist er denn? Okay, die halten gut was aus. Boah, yo! Woo, puh. Ich frag mich, ob die weg sind, wenn man sie einmal tötet. Ob das, quasi eine einmalige Herausforderung sein wird oder ob die da jedes Mal wieder auf mich warten und guten Tag sagen, Mignon. Boah, schön.
Schön. Wieder eine Todes-Trap-Ecke, ich sag's euch. Die Ecken sind am gemeinsten und am schönsten gleichzeitig. Ja? Einfach schön heimlich still und leise hinter so einer Ecke verstecken und einfach rein smacken in die Boys. Muss ich hier erstmal eben kurz umschauen. Wo geht's denn zum Beispiel hier hoch? Da komme ich, glaube ich, an den Typen mit dem Bogen von hinten ran. Das wird mir die ganze Bekanntschaft mit den Kollegen da unten ja nochmal wieder erleichtern, könnte ich mir vorstellen. Oh, lol, hier ist wieder ein offenes Fenster. Kann man hier wieder raus? Oder stirbt man da? Da kann man tatsächlich auch nochmal wieder raus. So. Der ist schon mal futsch. Okay, die Boys haben instant absolut gar keinen Bock auf mich. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal die Treppe entlang und gucken, wo uns das hinbringen wird. Frage ist halt nur, wenn ich jetzt lang gehe, in welche Richtung gehen wir? Okay, wir können nur in diese Richtung die Treppe runter. Ah, hier können wir den Shortcut aufmachen, oder? Schwupp. Ui, Trink! Lass dich nicht einschüchtern, Kollege! Und jetzt zuschlagen! Hauen! Hier, die Tür öffnen. Du kommst hier nicht rein, du bist zu fett. Und hier ist ein Speed anscheinend, oder was? Was geht ab, mein Homie? Wer hat der da denn gerade geschmiedet? Gut, dann haben wir hier zumindest schon mal einen Schmied. Das ist ja schon mal gut, das zu wissen. Okay, das ist interessant. Boah, jetzt ist halt wirklich die Frage, wie nehme ich es mit den beiden Bigos Boyos da unten auf, ne? Weil träge sind sie ja schon. Aber
Das tut, glaube ich, am meisten weh. Der Spell, den willst du, glaube ich, echt nicht abkriegen. Uiuiui. Auch schon mal so einen kleinen Nadelstich gesetzt, das ist nicht viel Schaden, aber wir haben ihn jetzt alleine. Das ist gut. Das ist uncool. One-shottet mich das? Nee. Okay, macht aber genügend Schaden, um lästig zu sein. Oh, aua. Trinki, trinki. Nummer 1. Aber ich glaube, das spawnt wieder. Ich gehe jetzt erstmal hier durch und guck, was mich hier erwartet. Ich tippe auf nichts Gutes. Ja! Also, ich habe gehört, jetzt kann es richtig anstrengend werden, Leute. Dragonslayer Ornstein. Executioner's Maw. Okay. Der hat er. Ich glaube, wenn er trifft, das tut richtig weh. Wird erstmal überhaupt wissen zur Identifikation, wer von euch beiden ist jetzt eigentlich wer? Wenn ich mal kurz fragen darf. Du bist Smau, okay. Uff. Aber er ist ein dickes Ziel. Uff. Und ich bin down. Ich glaube, jetzt werde ich einfach stumpf dann durchlaufen, weil ich weiß ja, wo es lang geht, dann guck ich aber mal. Aua. Typi steht halt wieder davor, aber da lassen wir uns gar nicht von einschüchtern. Boah. Boah. Aua, aua, aua. Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it.